Wünschte glauben. Liebe Zuschauer, wir sind wieder unterwegs bei strahlendem Wetter in Sachsen. Diesmal in Zwickau und ich gebe zu, ich gehe sonst nie gerne in Museen. Aber die Leute, die Zuschauer, die Abonnenten haben gesagt, Mensch Herr Steimle, es gibt in Zwickau das Horch-Museum. Dort wird nicht bloß über die Geschichte des Automobilbaus erzählt, sondern dort sind so viele leidenschaftliche, ehrenamtliche Mitarbeiter. Es lohnt sich alleine dafür. Ich freue mich riesig, dass ich Thomas Müller begrüßen darf, sozusagen ein leidenschaftlicher Fan von diesem großartigen Horch-Museum. 6500 Quadratmeter ist natürlich eine große Fläche, aber man kann es kurzweilig machen, weil hier die Szenarien so schön dargestellt sind, dass man sich in einer anderen Zeit wähnt jeweils. Ja, nun, da gehen wir rein. Gehen wir mal rein. Ja. Das war ja die Logik war ja für ihn, also das muss ja ein sozialistischer Betrieb sein. Solche Sachen machen die mit uns, ne? Also dieses gekrönte Haar, das war also hier an der Front des Sachsenring P240 und ausgerechnet an seinem Geburtstag, Walter Ulbrichts Geburtstag. 30.06.1954 zeigt man dem Staatschef der DDR dieses neue Fahrzeug. Und jetzt ist er bald nicht mehr geworden. Der Ulbricht, ich kann nicht schlecht nachmachen, ja. Aber er war ja Sachse. Was soll das sein? Was soll das sein? Aber doch nicht mehr unter diesem Namen. Doch nicht mehr mit diesem Haar, das ist ja wie Honecker. Am Ende löst er mich ab. Genau. Hackfrucht bleibt Hackfrucht. Niemand hat die Absicht, die Ukraine zu erobern. Ein großer Anteil dessen, warum das Museum so in den Herzen auch der Leute ist, weil viele machen das ehrenamtlich, ne? Ja, das ist ja so, die Struktur des Museums gibt das schon mal vor. Mit wir Liebe. Sind also eine gemeinnützige GmbH, ja. Und da darf kein Gewinn erzielt werden, aber dadurch du auch eine sehr große Personaldecke brauchst. Wir sind also hier über 60 Leute, die hier tatsächlich die Aufsichten und so weiter stellen. Auch die Museumsführer machen es im Ehrenamt. Toll. Und das Ganze funktioniert auch nur so, dass man die Kosten dann auch im Griff hält. Ja, und du findest eben auch Leute, die es aus Spaß machen. Ne? Danke. Aber man glaubt es ja. Wenn Sie das sagen, Herr Müller. Wir haben noch eine ganz aktuelle Sache. Ja. Die würde ich mal gerne, das kann man vielleicht mal ganz kurz hier zeigen. Die hatten die gleichen Probleme wie wir heute mit der Elektromobilität. Tanken Sie lieber in 3 oder in 15 Minuten. Ja, und Shell hat hier den Trick gemacht mit dieser Hochdruckgeschichte, dass also der Tank schon in 3 Minuten befüllt werden könnte. War ja auch so groß, 60 Liter oder so, ne? Passten da rein. Bist du zwar nicht so weit gekommen. 19 Liter pro 100 Kilometer steht hier. Da können Sie sich drauf verlassen, Herr Steimle. Ja. Dass das genauso Beschiss ist, wie es heute ist. Ja, genau. Ja. Und der DKW wurde hier in Zwickau hergestellt? Der DKW wurde hier in Zwickau entmontiert. Aha. Die Karosserie kam zum großen Teil aus Berlin-Spandau. Und der DKW ist der Wurf, der also die gesamte Auto-Union nach vorne schießt. Revolutioniert. Ja. Und die hatten also einen Anteil von 25% im PKW-Bereich im Deutschen Reich gehabt. Das ist eine Nummer. Hier sehen wir den Silberpfeil. Das ist ein Wanderer, Tourenwagen oder Sportwagen. Das erste Mal, dass auch Wanderer hier an dieses Thema rangingen und damit begründen die auch diesen Silberpfeil-Boom, der also hier die Deutschen dann total erfasst hat in den 30er Jahren. Und jetzt brauchen Sie nur noch einen Journalisten, der an der Rennstrecke sitzt und dann seine Berichterstattung macht. Die Silberpfeile schießen wie die, ja. Genau, flach über dem Boden liegend fährt der Wagen an mir vorbei, schnell wie ein Pfeil und silbern in der Sonne glänzend. Ja. Ein Silberpfeil gar, bums, hast du das, ne? Also das finde ich so toll, wenn wir uns hierher setzen. Was die Bürgerwelle findet ein jähes Ende. Ende September 1935 gewinnt er im tschechischen Brünn den Masaryk Grand Prix. Also ich meine, diese Rennsportabteilung alleine, da steckt so viel Liebe drin und selbst wenn man gar keine Affinität zu Autos hätte, aber schon dafür lohnt es sich, hierher zu kommen. Und wir sind eigentlich am Ende, aber wenn Sie schon das Wort eigentlich hören, liebe Zuschauer, müssen wir eigentlich noch mal wohin, nämlich Ihre Lieblingsgeschichte, die deutsche Teilung. Das müssen wir noch mitgucken. Die deutsche Teilung würde ich schon noch gerne erklären oder zeigen wollen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, bleiben Sie dran. Nach einer kleinen Werbung geht's gleich weiter. Um und
jedem immer nach der Nase nach, denn das ist unsere Welt. Wir bimmeln hier und gucken dort, wir wollen nicht stören. Dann halt mal an, die Leute erzählen. Genau das wollen wir hören. Wir waren noch niemals in New York, dafür waren wir in Tangermünde. Wir waren in Bannewitz, in Birnchen, in Berlin. Nee, Quatsch, Birnhorst, so. Genau. Wir waren im Ferschland und in Dahlen, in Aachen, Garitz, Dieranzern. Und fragt ihr uns, warum? Die deutsche Teilung. An dem Schema sehen wir eben sehr gut, was hat sich hier zugetragen damals, 1945. 16. April, da kamen die Amerikaner hier nach Zwickau rein. Also wir waren sogar amerikanisch besetzt. Die Rote Armee, die kommt erst ein paar Wochen später hier aus Osten herangerückt. Aber man hatte sich schon vereinbart hier an der Demarkationslinie. Die war also im Norden die Elbe und im Süden die Mulde, die Anhaltelinie für die Truppen. Damit die sich nicht überrennen. Und die haben auch das gut gefunden im Norden. Die Elbe war allen bekannt. Aber dass wir hier drei Mulden haben im Süden, das haben die nicht gewusst. Ach, die Freiberger, Rochlitzer, Zwickauer Mulde. Und jeder hat woanders angehalten. Und aus Versehen vergisst man hier dieses hellgrün dargestellte Gebiet. Und das wird später dazu gesagt, das ist die Freie Republik Schwarzenberg. Genau. Der Spaß ging 6 Wochen lang. Mhm. Die hatten sogar schon eigene Briefmarken gedruckt, wollten ein eigenes Parlament wählen, eigenes Geld drucken und so weiter. Aber das Abkommen von Jalta war ja schon geschrieben. Wenn ich jetzt hier Besitzer einer Firma bin, ein Kriegsgewinnlerbetrieb, ein Konzern. Und dann ist es egal, ob ich in Chemnitz oder Zwickau sitze, jetzt kommt hier die Rote Armee. Und die werden mir schon sagen, was ich als Rüstungsbetrieb da falsch gemacht habe. Ne? Also denen bleibt ja nichts anderes übrig, als hier wegzufliehen. Aber nicht ohne den Inhalt meiner Schreibtische. Also Patentrechte, Namensrechte, Konstruktionszeichen, solche Dinge klemmen die sich unter den Arm. Die Vereinigten Staaten, die waren aber so liberal, dass die gesagt haben, komm, wir drehen den Spieß um. Ihr gebt euch sogar Geld, wenn ihr hierher kommt, bringt eure Technologien mit und dann könnt ihr hier mit dem Geld, Marshallplan nennen die das, wieder neue Firmen gründen. Und tatsächlich, der industrielle Bereich Mitteldeutschlands, da kommt auf diese völlig Idee. Völlig ausgeblutet. Total, übelst ausgeblutet. Und die gehen alle hier in diesen Süden der zukünftigen Bundesrepublik Deutschland und machen aus dem Agrarland Bayern heute das mächtigste Bundesland und das reichste Bundesland. Ja, jetzt können wir auch sogar mal zu dem Wartburg gehen, obwohl das August-Horch-Museum ja ist eigentlich eine Zumutung. Andere Traditionen hier verfolgt. Dübener Ei. Ist Dübener Ei. Ja, das wird auch wieder nachgebaut. Das ist von einem guten Freund von mir, hier eine Leihgabe. Ja. Ja, und hier der schöne 311er. Ne? Originalzustand, unrestauriert. Also ein Leckerbissen. Aber das, wirklich. Wem erzähle ich es? Ne? Und vor allen Dingen Luxuslimousine, weil es war Luxus, wäre so eine Limousine überhaupt. Auch sieht heute man noch. Hier an den Adler, an den Zierleisten. Ja. Auch heute noch. Ja, wunderschönes Auto. Ich kann nur sagen, danke, 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 dass wir das hier erleben durften. Und also wirklich, Sie brennen ja richtig dafür, Herr Müller. Hm. Also das Museum macht mir es einfach. Ne? Es ist so schön arrangiert und so schön alles in Szene gesetzt. Stellen Sie sich mal vor, heute würde jemand versuchen, so ein Museum zu machen. Keine Chance. Da ist kein Geld mehr da, nicht mehr übrig. Ne? Nein. Aber wir haben also eben das Schwein gehabt, dass hier Zwickau, die Stadt Zwickau und Audi hier richtig in die Vollen gegangen sind. Und so ein tolles Museum gemacht haben. Also insofern war nie umsonst, dass wir da waren. Danke. Bitte sehr. Auch vielen Dank, dass ich das machen durfte. Das ist auch so ein schöner Blick hier. Ja. New York ist weit und wir wollen nur daheim sein. Lieder, Märchen und Geschichten auf ein bunter Blumen. Sind ein Gruß für brave Kinder aus dem Butzemannhaus. Da gibt es übrigens eine schöne Geschichte dazu. Wollen Sie die mal hören mit dem Silberpfeil, wie das gekommen ist? Ich will sie hören, ja. Mercedes-Benz hat viele, viele Jahrzehnte das Ding erzählt. Die kommen an die Rennstrecke am Abend vorher.
Und Erreicher haben ein zu hohes Gewicht. Ne? Die 750 Kilo Startgewicht sind überschritten. Jetzt haben die überlegt, technisch kannst du nicht weglassen an dem Fahrzeug, dann fährst du nicht mehr. Und haben also die ganze Nacht die Dachfarbe abgeraspelt, haben sie erzählt. Ne? Mhm. Früher war das Auto silber, aber es hatte das Rennsportgewicht. Das ist ein schönes Märchen, aber es ist leider nicht wahr. Die Wahrheit ist maximal 6 Kilo runter, wenn überhaupt. Die Wahrheit, die ist ganz anders, ne? Die ist viel langweiliger, deswegen wurde es auch nicht erzählt. Los geht's in eine neue Zeit. Los geht's. Seid ihr startbereit? Los geht's. Verlieren wir keine Zeit. Los geht's. Mit Gemeinsamkeit. Los geht's. In eine neue Zeit. Los geht's. Seid ihr startbereit? Los geht's. Verlieren wir keine Zeit. Los geht's. Mit Gemeinsamkeit. Los geht's. In eine neue Zeit. Los geht's. Seid ihr startbereit? Los geht's. Verlieren wir keine Zeit.